Einen wunderschönen guten Tag YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt zum Titel gelesen, ihr wisst, ich habe eine neue Maschine besorgt, habe sie jetzt vorgestern abgeholt, gestern schon mal 100 Kilometer Ersterfahrung gesammelt und für euch ohne irgendwelche Musik, denn YouTube Copyright, hier ist sie. Ja, ein paar hatten recht. Es ist eine Suzuki Faustrom geworden. 650, nicht die große, reicht mir. Die XT in Gelb. Das XT war mir irgendwie wichtig. Ich finde sie irgendwie hübscher als die normale. 2 Jahre ist sie alt, 5000 Kilometer hat sie drauf. Also nicht sehr viel bewegt worden. Awaschek-Heft gepflegt. Vom Händler auch den 9-Jahres-Service, neuer TÜV, neue Kette. Die Reifen sind noch okay, aber ich bin eh kein Bridgestone-Fan, werde ich wahrscheinlich wechseln. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind natürlich auch schon geplant. Ne? Bestellt sind wieder die Shut 3P Kofferträger, da ich meine Koffer behalten durfte von der Benelli. Handyhalter natürlich schon verbaut fürs Navi. Und die GV Airflow Scheibe ist schon bestellt. Da ich gestehen muss, das Windschild ist nicht schlecht, ne? Aber ich habe halt wieder einfach wahrscheinlich genau die Größe mit meinem Helm zusammen. Ich habe wieder mega starke Verwirbelungen. Es ist scheiße laut in dem Helm. Es ist, wie es ist. Ne? Handyhalter habe ich auch einen 22 mm verbaut, da mir die 11 mm von Chivy definitiv zu wenig waren. Da es bestimmt auch Leute kennen, die die Faustrom vielleicht auch noch nie gehört haben. Ich mag den Klang, muss ich gestehen. Es ist ein bisschen leiser als die Benelli. Sie hat ja auch nur 86 dB. Aber taugt schon, oder? Was meint ihr? Schwingen wir uns drauf, fahren wir eine Runde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ah. Während ich mich jetzt hier vom Parkplatz lümmel, fange ich schon mal mit dem zweiten Topic von diesem Video nebenbei noch an. Und zwar, Leute, ich möchte mich bei euch bedanken. Bezug nehmt natürlich auf dieses Thema, wie geht's mit YouTube weiter für mich aus dem letzten Video meiner Benelli-Verabschiedung. Der Motor macht schon Spaß. So, also, ich möchte mich bei euch bedanken. Ernsthaft, Leute, ich habe nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. Da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich. Klar habe ich irgendwo gedacht, gehofft, wie auch immer, dass es schon so ein paar gibt, die sagen, boah, hey, komm, deine Videos waren nett, mach doch ein bisschen weiter. Aber ihr habt es ja nicht nur so geschrieben. Also, alleine die Menge vom Zuspruch und was und wie ihr es geschrieben habt, das hat mich zum Teil doch auch schon wirklich ein bisschen berührt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich danke euch wirklich. Ich habe ja auch gesagt, ich bitte euch darum, sagt mir ein bisschen, um auch mir meine Entscheidung leichter zu machen, höre ich auf oder nicht. Und also ich werde dabei bleiben. Ich werde keine englischen Videos mehr machen. Aber mit den Deutschen werde ich schon ein bisschen weitermachen. Ich denke, ich werde mich schon etwas mehr aufs Fahren konzentrieren. Ich meine, Motovlogs. Worüber soll man denn quatschen? Ne? Politik quatscht man öffentlich auf YouTube nicht drüber. Weil sonst müsste man eh alles sagen, alles ist scheiße. Nein, aber wir werden immer wieder was finden, worüber wir uns unterhalten können. Und wer weiß, vielleicht interessiert viele von euch ja auch so ein bisschen die Faustrom. Vielleicht kommen neue dazu, die sich für die Faustrom interessieren oder auch Faustrom fahren. Da gibt es auch noch mal einige. Wie gesagt, ich werde euch nicht ganz verlassen, auf jeden Fall.
da habt ihr mir definitiv mit meiner Entscheidung geholfen. Back to the bike. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal kurz ein bisschen, wie es zur Faustdrohung gekommen ist, wie das alles so gelaufen ist. Ja, es ist für mich im Prinzip ja eh so gewesen, dass ich schon bevor ich die Benelli gekauft habe, war so diese Richtung Faustdrom versus Tracer und sowas, das war ja alles eh schon mit das Interessanteste, weil das ja eigentlich auch diese Klasse ist, wo die Benelli drinnen ist, ne? War halt dann damals dieses Preisliche von der Benelli war halt natürlich schon sehr ein Argument. Ich habe halt damals den Anführungsstriche Fehler gemacht, dass ich halt die Faustdrom und diverses in die Probe gefahren bin, weil ich mich aus ein, zwei bescheuerten Gründen nicht getraut habe. Zum einen halt, wie gesagt, Thema Kosten. Zum anderen saß ich halt auf der TRKX. Die ist ja 84 cm ungefähr von der Sitzhöhe. Und mein Hirn kam nicht darauf, dass ein anderes Bike mit einem anderen Sitz, aber auch 84 cm, vielleicht anders zum Sitzen ist. Was ja zum Beispiel bei der Versus und bei der Faustdrom der Fall ist. Der Sitz ist schmaler, also kommt man eher mit dem Fuß runter, ne? Und so hat sich das dann halt im Prinzip geäußert, dass ich die zwei in die Probe gefahren bin. Sonst hätte es tatsächlich passieren können, dass es die Nelly eh nie geworden wäre. Wie dem auch sei. Tracer, Yamaha war für mich eigentlich direkt raus, weil die Thema Zuladung ist bei Yamaha halt einfach eine Frechheit. Ne? Ich meine, 170 Kilo Zuladung ist eigentlich ein Witz. Klar ist die Tracer mehr so eine NT07 mit Spaßfederung und jetzt keine Tenere oder so, aber die Tenere ist auch nicht so viel besser. Aber Tenere kostet dann halt gleich wieder sehr viel mehr. 170 bringen meine Freundin und ich schon mit Schutzkleidung auf die Waage. Gepäck und so weiter kannst du dann vollknicken. Also das war gar kein Thema. Ja, dann bin ich eine Versus und eine Faustdrom-Probe gefahren. Eine ältere Versus und eine ältere Faustdrom jeweils erstmal. Da hat mir die Versus gar nicht zugesagt, weil die halt ein bisschen ranzig einfach war. Und die Faustdrom hat mir ganz gut gefallen. Dann bin ich noch zu einem anderen Händler und der hatte dann beide in Anführungsstrichen nahezu neu da stehen. Eine ganz neue Versus, auch das 2022er Modell und eben diese zwei Jahre junge Faustdrom. Habe ich die beide einfach nochmal nacheinander Viertelstunde Probe gefahren, dass ich einfach die unterschiedlichen Nuancen spüre. Und habe mich da dann halt wirklich relativ schnell gegen die Versus entschieden. Da sie einfach, ich weiß nicht, Getriebe hat mir nicht ganz so gut gefallen. Motorcharakteristik, gerade im unteren Drehzahlbereich, dieses Duka-Duka-Duka von der Faustdrom, Versus hat mir einfach nicht gefallen. Dass die einfach noch mehr Drehzahlen braucht. Da ist die Versus einfach schon geiler und auch ein bisschen so. Der Motor von der Faustdrom ist halt einfach schon, dafür, dass er nur ein kleiner 650er mit 70 PS ist, er hat halt einfach Charakter und Klasse. Ne? Also das ist, da kann man nichts sagen. Auch das Getriebe ist echt toll. Wirklich das Einzige, was mir bei der Versus besser gefallen hat, wo mir sogar die Nelly einen ganz kleinen Ticken besser gefallen hat, ist die Vorderbremse. Die ist jetzt bei der Faustdrom nicht so toll. Aber gut, das kann man mal schauen. Ich weiß nicht, was hier für Bremsbeläge drauf sind. Da werde ich beim nächsten Mal einfach vielleicht ein paar Sinter drauf knallen. Vielleicht sind auch noch schlechte OEM-Bremsen drauf. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Das werde ich mir noch überlegen, was ich da mache. Aber da sollte ein bisschen mehr Biss dahinter kommen. Von der Hinterradbremse war ich extrem überrascht, schockiert, wie auch immer. An der Ampel gestanden, wie üblich mit der Nelly es auch gewesen ist. Einfach ein bisschen mit der Bremse hinten mitgebremst. Und dann plötzlich regelt da das ABS. Ich bin es halt einfach von der Nelly gewohnt, dass man ein bisschen drauf tappt. Ne? Und dann rolle ich hier mit Hinterrad, ABS, rolle ich an die Ampel. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Aber hey, ist was Gutes, ne? Wie gesagt,
Motor, Klang, Fahren, alles. Es macht schon Spaß. Reifen ist so ein Ding. Ich habe mit Bridgestone ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht. Und so ein ganz kleines bisschen habe ich auch hier. Das ist jetzt der Battlax 40A, 40R, müsste ich nochmal gucken. Dass er mir ein ganz kleines bisschen weniger Vertrauen gibt als jetzt der Pirelli Angel von der Medi. Aber ich schätze, es ist halt auch allgemein, ne? Beim Beschleunigen, die Gabel kommt viel mehr hoch, beim Bremsen, sie taucht ein bisschen mehr ein. Es ist halt ein anderes Fahrwerk, daran muss man sich auch gewöhnen. Und ich denke mal, der Reifen ist jetzt bestimmt nicht schlecht in der nicht gerade kleinen Facebook-Faustrum-Gruppe. Viele behalten diesen Reifen tatsächlich auf der Maschine drauf, auch danach. Die gehen jetzt gar nicht zum Beispiel auf unbedingt auf Conti oder Metzler, Pirelli etc. Hat mich ein bisschen gewundert, aber ich bin ja auch nicht allwissend. Ne? Und es gibt Reifen, die arbeiten halt da besser und es gibt Reifen, die arbeiten da besser. Ich habe halt jetzt einfach auf zwei Maschinen gute Erfahrungen mit Pirelli Metzler gemacht. Ist ja Anführungsstriche fast die gleiche Firma. Mal gucken, schauen wir mal, wie es kommt. Ansonsten die ersten 150 Kilometer ungefähr, die ich jetzt gefahren bin, bin ich wie gesagt sehr zufrieden. Sobald das Windschild drauf ist, passt das, denke ich. Griffheizung weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt eine verbauen werde bei der. Diese Windschützer. Alter Vater, arbeiten die anders als bei der Benelli. Da kommt ja gar kein Lüftchen mehr hin. Ich habe hier meine Sommerhandschuhe, die perforierten Lederhandschuhe an und ich schwitze. Ne? Da kommt kein Lüftchen durch. Auch von der Kraft war ich echt schon überrascht. Ich habe ja davor schon 80 PS gefahren, Gewicht der Honda war ungefähr das gleiche. Ja. Also ich mag dieses Vieh auf jeden Fall, gefällt mir gut. Wo bringt mich denn dieses Kalimoto jetzt schon wieder hin? Hey, also ganz ehrlich, dieses neue Kalimoto-Update, ne? Ich kriege echt einen Hänger. Gott, geht mir das auf den Piss. Naja, Top Case ist zum Beispiel jetzt so eine Sache, wo ich momentan nicht entschlossen bin, wie ich das handhaben werde. Da ich mir eigentlich gar keinen so einen dicken Brummer mehr hinten drauf schnallen möchte, optisch. Und es scheint ja auch so zu sein, dass bei den schwereren Top Cases hier irgendwie wohl noch so eine Strebenunterstützung sinnvoll wäre, aber wo mich das Ding alleine dann auch schon wieder irgendwie 50 Euro kostet irgendwie, das, ich sehe es halt momentan irgendwie nicht ein für ein Topcase, dass ich eigentlich nicht brauche, schon wieder so viel Geld rauszuschmeißen. Ich kaufe einfach so ein kleines Zusatzdingchen noch, damit meine Freundin was zum Anlehnen hat beim Fahren, weil die fühlt sich damit noch ein bisschen wohler. Das war jetzt nämlich ja ganz krasse spontan. Ich wollte heute eigentlich gar nicht fahren, weil ich irgendwie so eine ganz Minimalerkältung habe und so ein ganz kleines bisschen Ohrenschmerzen. Aber ganz ehrlich, das Wetter ist so geil und ich... Aber es ist neu, ich muss momentan fahren, ich hab Bock drauf. Ja, es ist wie es ist, ne? Also, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen fahren und ein bisschen die Zeit mit ihr genießen. In kurzer Kürze habe ich Urlaub. Da sind ein paar Sachen geplant zu fahren. Ich hoffe, meine Kofferträger kommen bis dahin noch, sonst muss ich mit so einer Rolle fahren und Tankrucksack. Weil ich möchte eigentlich eine Tour mit zwei Nächten machen. Wird aber, glaube ich, mit Rolle und Tankrucksack wird mir das, glaube ich, ein bisschen zu krass. Dann werde ich das vielleicht nochmal verschieben. Links frei, rechts frei, los geht's.
Ich habe auch schon einmal tatsächlich gemerkt, dass ich froh um die Traktionskontrolle bin. Ne? wie gesagt, echt, es ist eine andere Welt jetzt. Und ja, wie gesagt, ich bin froh jetzt momentan mit dem Tausch. Und wie gesagt, ich habe für die Nelly noch ein gutes Geld bekommen. Dafür, dass jetzt teilweise schon die ersten Leute erzählen, dass sie noch nicht mal mehr... Ich meine, klar, wenn du 20.000 oder sowas auf einer Nelly hast, ist das natürlich auch schon mal wieder was. Aber dann nicht mal mehr so 2.200 zu bekommen, hey, das ist schon abartig. Ich habe euch doch erzählt, dass bei meiner Nelly noch der Sturzbügel abgebrochen ist. Schraube gerissen heißt, Schraube ist natürlich im Gewinde fest. Dann habe ich hier noch bei einer Werkstatt angerufen, habe halt gefragt wegen Schraube ausbohren, ob er mir das machen würde und so weiter. Dann fragt er mich halt, was für ein Bike. Ich war da eh schon so wieder so ein bisschen, wieso willst du wissen, was das für ein Bike ist? Ich habe ihm gesagt, die Schraube ist unfassbar leicht zugänglich, man muss nichts wegbauen, irgendwas einfach nur ansetzen, rausbohren. Wollte er trotzdem wissen, da habe ich es ihm halt gesagt und dann war er schon wieder so, so dieses, so dieses abfällige, hochnäsige und da hatte ich halt schon wieder gar keinen Bock. Und ganz ehrlich, ich habe es so satt jetzt am Ende gehabt, wenn du irgendwo das Wort Benelli gesagt hast, dass du dann einfach immer nur so komisch behandelt wurdest. Also, ich schätze mal, dass ich jetzt damit keinen ansprechen werde, weil die meisten, die diesen Kanal gucken, Benelli positiv gestimmt ist. Aber zu jedem Mechaniker, jedem Motorradfahrer und alles sage ich jetzt hier, ich weiß, dass Benelli keine Premium-Marke ist. Ich weiß, dass Benelli nicht überall gerne gesehen wird und auch keinen so super Ruf in Werkstätten genießt. Aber ganz ehrlich, Leute, diese Respektlosigkeit den Besitzern gegenüber, dass ihr sie so arrogant und niedermachend behandelt, ist scheiße. Ja, ich fahre jetzt auch eine Suzuki, hat aber andere Gründe. Ja, ich fand das Benelli-Image jetzt am Ende auch scheiße und die Werkstattprobleme zum Kotzen. Aber niemals, auch als Verkäufer, wenn ich nicht selber eine Benelli gefahren wäre, wenn jemand zu mir kommt und was für seine Benelli braucht, dann helfe ich ihm und bin ich respektlos, gerade wenn ich an diesem Menschen Geld verdienen könnte. Scheiße ist sowas. Und mit diesen bösen Worten, auf diesen netten 2-3 Köfchen, werde ich mich jetzt einfach von euch verabschieden. Lasst euch noch ein bisschen gucken, Wald und Kurven ist doch immer nett. Ne? Wie gesagt, nächste Woche nochmal arbeiten. Heute ist Donnerstag. Da habe ich aber noch einen freien Tag, wo ich vielleicht auch schon mal eine Runde drehen werde. Und dann in meinem Urlaub stehen nochmal Berge an. Leider habe ich jetzt langsam nur noch weniger zur Auswahl, ohne sehr viel fahren zu müssen. Das heißt, ihr werdet vielleicht nochmal das Handenjoch, nochmal namenlos und so weiter sehen mit der Benelli. Mit der Faust rum. aber definitiv auch neue Sachen. Und alleine für mein eigenes Gefühl muss ich natürlich die Pässe, die ich kenne, auch mit ihr mal noch fahren. Ne? Kann ich jetzt nicht sagen, na, wenn ich mit der Benelli zwei nochmal gefahren, kann ich nicht mehr fahren mit ihr jetzt. Ne? Von dem her wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, immer schön im Sattel bleiben, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis in ein paar Tagen, macht's gut, ciao.